Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Im letzten Part hatte ich den billigsten Tod, den ich jemals hatte. Und ich habe gesagt, ich muss herausfinden, wie man... Oh, da unten ist schon wieder die... Ah! Verdammte Crimson. Ich muss herausfinden, wie man... Wer hat dich in mein Haus gelassen? Titanium verarbeitet. Ich habe es nun herausgefunden. Jetzt ist die Frage, habe ich alles im Inventar? Wo sind meine Titaniumbarren? Die sind hier. Gut. Das Einzige, was wir dazu benötigen, ist nicht die Ebenwood Wall. Nicht die... Sag mal. Ist nämlich die Höllenschmiede, genau. Wo ist jetzt die Ebenwood Wall? Das kann ich eigentlich wegwerfen. Da. Und so. Gut, danach müssen wir zu einem Muriel am Boss. Und der... aktiviert. Was ist schon das? Ach, das ist der Angel, oder was? Ja, auch nicht schlecht. Und der haut uns dann die Titaniumschmiede her. Mit dieser Titaniumschmiede, hoffentlich passt er dahin. Ja. Aus dieser Titaniumschmiede kann man dann letztendlich Titaniumbarren machen. 19 Stück an der Zahl haben wir schon. Was ist denn das? Die Chainsaw. Mhm. Geil. Die War Eggs. Oh, die ist aber schwächer. Das Titanium Sword oder die Titanium Lanze. Naja. Gut, wir sind jetzt noch nicht wirklich. Was habe ich mit dem Holzpfeil hier zu tun oder mit einem Pilz? Wir sind jetzt noch nicht wirklich bereit, irgendwas Mächtiges aus Titanium zu machen. Wieso habe ich eigentlich die noch bei mir? Naja. Wie dem auch sei. Die Linse kann sich eigentlich auch mal verpissen. Ja, auch meine Heiltränke geht langsam leer. Aber ich habe ja noch meine Ex. Gut. Dann war's das für dieses Mal hier. Naja, lass mal das sich halt ausbreiten. Und ich verschwinde nun in irgendein Höhlenareal. Um weiterhin vermaledeites Titanium zu finden. Und oder einfach mal komplett abzusterben. Was sieht denn cool aus? Und jetzt bin ich gleich wieder bei der Spinnenebene. Ne? Natürlich. Wartet mal. Hier habe ich doch auch mal einen Tunnel gehabt. Right. So. Wo hat der mich hingeführt? Bei Skelett. Ah! Wird ja super gut hier begrüßt. Du bist. Tschüss. So, wo bin ich jetzt lang gegangen, ha? Danke für den Heiltrank. Und. Bro. Ah, fuck, hier können wir noch mehr. Stirb. Gut. Ich denke mal. Tanksten. Naja gut, das habe ich wahrscheinlich absichtlich alles hier liegen lassen, weil es unnötig ist. Aha! Ah! Das ist die verdammte Mine, die ich im letzten Part und so auch gesucht habe, wo ich sagte, ah, da ist noch sau viel, aber ich weiß gerade nicht mehr, wo es war. Ich glaube zumindest, dass es das war. Aber naja, wir sind auf jeden Fall direkt mal mit meinem irgendwas vielmäßigen Sucherinstinkt. Genau. In die goldene Mitte gekommen. Das finde ich wiederum geil. Und auch dich vergesse ich nicht, Bro. Gut, du hast mir jetzt gute Dienste geleistet. Titanium Ore. Aus dessen Grund gehe ich mal hier weiter. Vielleicht findet sich ja doch noch irgendwas. So, jetzt brauche ich mal Steine. Ich habe ja genug. Da hinten ist irgendwas. Oh nein, nicht so ein dämlicher Pilzkopf. So, da kommst du nicht mehr hoch. Wie jetzt. Tschüss. Aber naja, natürlich ist auch wieder hier eine Pilz... verdammte Pilzfarm. Auch noch so ein verdammter Lavafisch. Float Crossbanner.
heal you, bitch. Ah! Wo kommen denn die Idioten alle her? Sind die Crimson um die Ecke oder was? Anscheinend schon. Oh, Krepier, bitte. Ja, dann verpfeift dich halt. Wenn du nochmal herkommst, dann... Ich bohr dich kaputt. Danke. Verdammt. Ich muss noch eine halbe Minute warten. Ah! Komm, 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 ich muss die fertig machen, bevor du mich... Ah! So, meine Eissicheln werden euch aufhalten. Was bist du? Schau. Aus Geburt der Hölle. So, jetzt muss ich taktisch vorgehen. Ah, da kommt schön das rein. Oh, oh. Okay, ich muss hier so schnell es geht raus. Oh nein, ein Lebenskristall. Ich brauche die Teile nicht mehr. Oh, Crimson. Naja. Wie dem auch sei, wir sind ja bald. Moment mal. Halt. Scheiße. Scheiße, mein Endtag ist so schnell mal kommen. So. Weil sonst hätte ich mich nicht aufhalten können. Wo ist mein Eingang? Ah, der kommt erst nach der Spinnenscheiße. Nein, nicht hier. Moment mal, da liegt aber was. Da liegt echt was. Was ist das? Was ist das hier? Ach, ein Topaz. Ich dachte, das wäre jetzt was voll Wichtiges und Seltenes und so. Weil es gibt ja hier... Wow. Auch irgendwelche... Items. Die... können mein Leben erweitern, so dass ich nicht nur 400 als Maximalleben habe. Ja klar, jetzt ist dieses Pilzviech weg oder was? Ja, danke. Das ist schlecht weg? Was ist denn los? Kommt etwa nur, wenn es Bock hat oder was? Auf jeden Fall haben wir da wieder Titanium. Also es war eine normale Goldbart-Statue. Nein, nicht der Wasserbolzen. Naja, so kommt auch mal wieder zum Einsatz. Hat ja sonst nichts Besseres zu tun. Ich müsste auch mal wieder Seelen farmen, denn ich brauche meine Kristallsturm-Zauber-Armada. Ja, ja, komm. Leck mich. Was hat's hier so? Nichts? Das glaube ich nicht. Aber... Nur so zur Info. Ah! Welcher Dreckswurm. Zumindest Goldsatz da. Na gut, lassen wir das mal. Gucken mal hier weiter. Hey! Ah, Pfeilfalle. Boah, ja, den schau, du kannst jetzt irgendwas. Jetzt komm her! Da oben ist was. Ah nein, das ist aber leider nur was Unwichtiges. Oder? Ja, das Tanksten. Oh, da ist alles voller Gold. Ah nein, das ist schon wegen der Lava. Ich habe ja auch noch meine Eishöhle, die ich auch noch nicht vollständig erkundet habe, wo ich also bitter gestorben bin. Wie gesagt, Golb hat schon voll viel Leben verloren. Er ist halt beim Lava-Baden gegangen, I think so. So, jetzt reicht's. Tschüss. Hätte etwas. Nee, doch nicht. Hm. Sieht ziemlich komisch aus. Wir werden mal der Sache auf den Grund gehen. Hm. Donny. Ja, dann stirb. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ein neues großes Areal. Oh mein Gott! Ein Magier, der mit zwei Schaden macht. Dich werde ich killen.
Ah! Er hat mir die Steuerung vertauscht, das war Skolbat. Nein, nicht Tim! Tim, du wirst sterben. Ich hab den Zauberhut! Den will ich jetzt aufziehen. Tada! Bringt er mir irgendwas? Nö. Nö, nö, nö. Leuchtwurz kann weg, Dreckblock kann weg, Bombe kann weg. Das kann weg, das kann weg. Der grüne Pilz kann weg. Der Matschblock kann weg, der Schlickblock kann weg, die Pfeifalle kann weg. Slator bleibt. Die Spinnnetze kann weg, und dann Slator nämlich dahin. So. Auch Pinguin darf mal wieder mit auf der Reise sein. Und so habe ich Tim kennengelernt. Der Zauberer vom Dienst. Da unten ist was. Oder nicht. Mann, ich will immer, dass da irgendwas ist, aber da ist nie was. Da ist schon wieder eine Pfeilfalle. Aber diesmal habe ich was gesehen. Ganz. Ja. Oha. Natürlich wieder genau das Richtige. Jetzt bitte nicht in die Lava fallen, danke. Müller. Halt. So. Schade, dass mein Pinguin keine Selbstverteidigungsmechanismen drauf hat und mich so vor dämlichen Fledermaus-Golbats verteidigen kann. Die vielleicht Ultraschall oder sowas einsetzen. Halt! Naja. Man kann ja nicht alles haben, ne? So. Können wir das auch gleich ausleuchten? Also voll viele Pfeilfallen, wie mir scheint. Hi, Golbat. Ja, ja, passt schon, Golbat, passt schon. Bist doch mein Freund und Helfer. So, hier hat's leider nichts. Frag mich echt, wo ich eigentlich gerade bin. Muss ich nachher mal auf der Map nachschauen. Ach, Golbat, so mit deiner letzten Kraft wird. Danke für die Seele übrigens. Dann war's doch nicht so unwertvoll. Vielleicht wollte ich mir auch freiwillig deine Seele schenken. Lila Wasser. Bedeutet was? Bin ich in der Hello oder was? Oh Gott, bitte nicht, weil die Gegner da, die killen mich auseinander. Und zwar kolossal. Kolossal, vertikal und was weiß ich, was es noch für Wale gibt. So, Amethysten. Kann man auch mal immer wieder mitnehmen. Sind ja immer noch praktisch, auch wenn ich sie niemals verwenden werde, ne? So, was haben wir denn hier? Da sieht sich doch gleich ein bisschen lett, ne? Okay. Aha. Aha. Und wieder eine Goldgrube gefunden. Irgendwie hat mein Suchinstinkt heute den Skill des Jahrzehnts geerbt. Oh, das ist wieder ziemlich viel. Das freut mich doch. Das Lustige ist ja, ich laufe ja immer noch mit meiner dämlichen Höllenrüstung rum. Ich habe einfach nichts Besseres. Ich glaube, ich mache mir bald mal die Koboldrüstung. Habe ich wenigstens ein bisschen mehr Schutz für Deppen. So, wie viel haben wir denn mittlerweile schon wieder? 96. Ja, nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht, wie ich finde. So, hier haben wir Smaragde. Oh, da oben ist Mithril. Auch das wird natürlich im Sinne meines Vorhabens abgebaut. Da kann ich mir nämlich auch bald die Mithril-Rüstung machen. Vor allem, ich finde wirklich 0 Kobalt und 0 Mithril zurzeit. Ich finde jetzt gerade nur noch Titanium. Das ist echt gut. Das ist wahrscheinlich so der Ausgleich. Das Spiel hat sich gedacht, okay, ich habe dich echt lange mit dem Mithril gefoltert, dass du es nicht findest. Jetzt soll es wieder gut machen, da du es endlich mal nach jahrelangem Suchen wirklich gefunden hast und bereit warst, dir deine Mithril, den Mithril-Bohrer herzustellen. Ja, dann darfst du jetzt halt auch mal sehr, sehr viel Glück haben und nur Titanium finden. Das haben sie sich dabei wahrscheinlich gedacht. Ich buddel mich jetzt immer noch weiter hoch. Wer weiß, vielleicht ist da ja noch was. Man kann ja nie wissen, ne? Naja, okay, scheint wohl nicht so zu sein. Was ist hier? Auch nix. Obwohl, da geht's weiter, das sehe ich. Da hüpfen sie nämlich schon. Dann werden wir mal mit hüpfen. Da war sogar ein stinknormaler Skelett. Wow!
Ah! Vertauschte Steuerung! Was war? Wer oder was war das? Ja, da war gerade irgend so ein Gümmelskelett. Wo bin ich hier? Der Hintergrund, da kommt. Oh nein, ich bin in der Hölle. Nein, 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 die Seele will ich, aber. Danke. Verdammt. Oh, wie viele Lebenskristalle, verdammt! So, ich glaube, ich bin echt der, der die meisten Lebenskristalle so einfach so findet. Oh, ich weiß, wo ich bin, verdammt. Ich bin echt da, wo ich niemals hin will. Was ist denn das? War nix. Ja, also Kristallscherben kann man immer mal gebrauchen. Die sollte ich echt alle mitnehmen. Ich kann hoffen, dass meine Gegenwart halbwegs unbemerkt bleibt. Naja, bleibt meine PS unbemerkt bleibt, ne? Ja, das sind schon die ganzen Hello-Steine. Solange sie nicht zu mir hochkommen, ist mir das relativ gleichgültig, was sie da unten so fabrizieren. Aber jetzt kommen sie. Und jetzt muss ich euch auch leider ausschalten. Diese dämlichen Elemente sind echt die fiesesten Gegner überhaupt. Weil die sich durch alles porten können. Aber wie gesagt, die geben mir meistens Seelen. Und das ist vorteilhaft für meine heimlichen Zwecke. So, dich nämlich auch mit. Du siehst cool aus. Die Sensenmann-Statue. Ja, die wird auf jeden Fall einen Platz in meinem Reich finden. Und was auch Platz in meinem Reich finden wird, ist mein Überleben. Diesmal werde ich nicht so leichtsinnig krepieren. Gut. Diesmal wirklich nicht. Weil letztes Mal, als ich genau das gesagt habe, ja, ich will jetzt nicht sterben, bin ich ja gestorben. Was den bis dato billigsten Tod meiner Let's Play-Karriere gezeichnet hat. Ja, der war einfach absolut unnötig schlecht. Weil davor habe ich ja immer versucht, mich umzubringen. Glaube ich zumindest. Oh, da ist eine Bogenstatue. Ist schon nicht schlecht. Verdammt, der trifft mich halt auch noch. Du musst auch weg. So. Hauptsache, ich hab's. Fuck, ich habe noch 20 Sekunden. Oh, oh. Wenn der da hochkommt, dann war's das. Verdammt, ich dachte, der schießt eh gegen die Wand. Oh je. Ja, jetzt muss ich warten. Oder ich hau mal ein paar Wasserbolzen darunter. Irgendwas haben sie umgebracht. Oder treffen sie zumindest. Okay. Die gümmeln jetzt alle. Moment mal. Das ist doch ein Schuss. Du musst weg. Na, du Wichser. Jetzt habe ich keinen Mana mehr. So. Was, ich verliere? Oh fuck, ich verfackel. Gut. Oh oh, der wird mich umbringen. Der wird mich definitiv umbringen. Ja. Ich bin jetzt auch runtergesprungen, weil der hätte sich so oder so zu mir hochgeportet. Ah, verdammt. Gut. Ich glaube, es wird Zeit, die Hello endgültig auszuradieren. Das auch, aber. Spielzeit Myers Civilization 5. Ja, schön für Pyroflo. Das Spiel ist übrigens nicht schlecht, wie ich finde. Civilization 5 ist ein schönes, schönes Spielchen. So, ich musste kurz cutten, aber hier bin ich mal wieder. Und wir hatten gerade über Civilization 5 geredet und ich wollte mir sowohl. Hi. Was? Was? Oh oh. Marty, oder wie auch immer du der neue heißt, komm wieder zurück. Hey, wo bist du? Oh fuck, ich bin auch wieder fast tot. Alter, jetzt hört mal auf. Bitte. Ihr Arschlöcher. Ich will doch nur in Ruhe leben. Oh, da ist ein gammlicher Geist. Komm hoch. Komm hoch. Komm, hopp. Ich glaube, die haben gerade ein paar Bewohner von mir umgebracht, weil ich war gerade abwesend, als ich gecuttet habe und bin nicht auf. Ja. Ah, wieder 19, okay. Scheiße. Ah, ich kann ja eh ziemlich viel wegwerfen. Wenn wir noch so herstellen. Ein LED Bar. Und das ist ja super. So, jetzt gucken wir mal kurz, wie viel. Ah, Moment mal. Ich
Ich wollte ja ein bisschen Platz schaffen für meine Bogenstatue, die hier steht, und meine Sensenmann-Statue, die hier steht. Warte mal, habe ich die nicht eigentlich schon? Nö. Nö, habe ich nicht. Gut. Das ist sehr gut. Weil mein Haus ist ja eh so horrormäßig angelegt. Aber was ich jetzt eigentlich suchen wollte, ist nicht die Ausrüstung hier. Aber ich kann auch ein bisschen was wegschmeißen, so wie den Perlsteinblock. So. Alter Verwalter, ey. 33. Ist wieder irgendwas, ne? Ja. Ne, ich wollte das hier finden, genau. Muriel. Titanium, lass mal bei mir. Ich nehme jetzt mal meinen Kobalt. So, warte mal, ich glaube, das habe ich hier. Oh, oh. Mach ja nicht die Tür auf, du Depp. Ich auch noch zwei Fremden wieder Voodoo-Puppen, ey. Fuck. Oh, ihr Idioten! Ich hab doch kein Leben, ey. Oh, jetzt hüpft mich nicht an! Du Arschloch, ey. Ja. So. Aber wo habe ich meine Seelen gelagert? Ich glaube, die habe ich hier oben gelagert, ne? Ja. 23 und 20. Dann noch meine Kristallscherben, von denen ich leider auch nur 5 habe. Den Amnetist muss ich auch noch wegtun. Wo ist er denn? Hier, habe ich auch schon 93, ey. Smaragde habe ich auch, das weiß ich noch, hier. Gut, nur 6. Gut, das letzte, was ich jetzt noch tun werde, ist... mir die Kobaltrüstung herstellen und dann je nachdem jetzt halt... Mana um 40. Okay, Fernkämpfer bin ich nicht. Plus 11 Abwehr. Aber Mana um 40. Gut, ich bin aber kein Mana-Kämpfer, ne? Ja, ich nehme den Helm. So. Nun wird irgendwas viel blauer. Aber trotzdem noch die Federfallschuhe an. So, meine Höllenrüstung. Wo ist da? Die wird auch hier lagern. Aber Moment mal. Ich habe was komplett anderes hier, der Ancient Shadow Helm. Gut, mein Kobalt ist eigentlich mehr oder weniger gar nicht aufgebraucht. Das Ledbar kann aber auch in die Tonne gekloppt werden hier. 38 Titanium ist nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Gut. Gut, dann war's das für diesen Part. Im nächsten Part werden wir weiter in dieser Höhle rumgammeln und vielleicht finden wir noch einiges. Stirbt durch die Harpune. Bis dann und ciao.